sind schon beim 18. Türchen. Du meine Güte, das ist doch unfassbar, oder? Ich beginne mit der Karte von Angelika. Oh, da hattest du mir schon mal eine, ich glaube, da hattest du einen ähnlichen Sticker, und zwar war das der mit der Trompete. Ja, die finde ich auch schön. Das mag ich mit diesem Kartenblatt. Und ich vermute, ja. Ja, gucke mal, den Herzkönig habe ich bekommen. Wieder eine richtig schöne Idee. Du hast mir ja schon mal, ich glaube, du hast mir das, ja genau, das war mit, nicht, wie heißt denn, Stotter. Du hast mir schon mal eine ATC gemacht, die war dann wie ein Büchlein und zwar mit transparentem Papier und man konnte dann so blättern. Da hattest du diese schönen Glitzeraufkleber drauf. Ich glaube, Muscheln war es, ich bin mir gerade nicht mehr, Blumen waren es, genau. Ja, schöne Idee. Tolle Umsetzung. Finde ich klasse. Ganz lieben Dank dafür. Weiter geht's mit der Facebook-Gruppe Bastel dich glücklich und dem Karten-Adventskalender. Das Papier ist hübsch. Aber ich versuche es jetzt nicht mehr aufzubewahren. Ich habe so viel Papier jetzt aufbewahrt und ich habe aus dem letzten Jahr auch noch so viel Geschenkpapier aufbewahrt. Irgendwann geht's einfach nicht mehr. Oh, ich liebe Sternanis. Voll toll. Kümmel auch, aber ich esse ihn nicht gerne. Ach, das ist gar nicht Kümmel. Das sind Nelken. Oh, Orangen mit Nelken gespickt. Meine Mama hat da, glaube ich, früher immer... Nee, meine Oma war das. Hat dann immer so tolle Muster in die Orangen mit den Nelken reingespickt. Das sah immer toll aus und das roch so gut. Ach, wie schön. Guckt mal. Warm up at the hot chocolate bar. Süß. Ach, die ist toll. Die gefällt mir auch richtig gut. Eine schöne Karte. Den Weihnachtsmann finde ich auch toll. Super. Ganz lieben Dank für diese schöne Karte. Weiter geht's mit der ATC von Silke. Oh, eine Faultiermama mit einem Faultierbaby. Ach, guck mal. Das ist auch eine Stanze, da hätte ich nichts mit anzufangen gewusst. Aber so in Szene gesetzt, ist das doch grandios, oder? Und dann nochmal so ein paar schöne Blümchen rein, so Strassblümchen. Ja, gefällt mir richtig gut. Ich mag Faultiere nicht so, also ich bin diesem Hype nicht so aufgesessen. Genau, ich bin dem Hype nicht aufgesessen. Ja, ansonsten finde ich sie natürlich niedlich und das sieht ganz süß aus. Vor allen Dingen mag ich ja immer so Mama-Kind-Motive, finde ich sowieso ganz toll. Richtig schön, danke liebe Silke. Okay, weiter geht's mit der Gruppe von der lieben Annie. Nee, die kann ich heute nicht zeigen. Weil heute ist der Tag, an dem alle anderen meine Karte bekommen. Und deshalb bekomme ich die Karte von Anni. Und die kann ich euch dann erst morgen zeigen. Also Anni möchte nicht. Aber ATC Tauschgruppe. So sieht's aus. Auch schön gemacht. Na, kriege ich dich so abgestreift? Komm schon. Ach. Du willst nicht. Okay, aber jetzt. Handgemacht von Alex. Ich guck mal eben. Nee, steht sonst nichts weiter drauf. Handgemacht von Alex. Tada! Ach, wie süß! Oh, guck mal, der Hintergrund ist mit Sternen embossed. Seht ihr das? Bestimmt, ne? Weihnachten ist die Zeit für Liebe und Besinnlichkeit. Was für ein süßes Küken! Schön in Szene gesetzt. Dann hier auch nochmal mit diesem Sternchen-Washi und den drei Glitzersteinchen. Sieht toll aus. Ja. Super süß. Alex, genau. Ich danke dir. Ich weiß nicht, ob die oder der Alex. Wie auch immer. Alex, ich danke dir. Die Karte ist total niedlich geworden und trifft auf jeden Fall meinen Geschmack. Die ist zuckersüß. Dankeschön dafür.
Moment, die habe ich die. Okay, ich glaube, dann sind wir schon beim. Ach nein, ich habe was vergessen. Die liebe Silke hat mir noch was dazu geschickt. Zusatz zum 18. Ich vermute, es ist ein Twix. Da hätte ich jetzt zumindest richtig Bock drauf. Ich bin gespannt. So kommst du nicht raus. Okay. Ja, ich hatte recht. Oh. Und somit ist es ein Werbevideo wegen Markennennung. Ja, das werde ich jetzt gleich. Oh, ich mache mir jetzt gleich einen Kaffee und dann esse ich das. Danke, liebe Silke. Ah, oh, Twix finde ich total klasse. Freue ich mich drauf. Lecker. So. Und jetzt kommen wir zum Kreativ-Bunt-Adventskalender. Stanze oder Stempel? Ich vermute Stempel. Mal gucken. Nein, eine Stanze, eine Rosenstanze. Ist doch eine Rose, ne? Ja. Es ist kein Mohn. Da, guck. Okay. Schön ist es, dass die Blüte einzeln ist, sodass man also wirklich verschiedenfarbigen Karton nehmen kann dafür. Ach, guck. Ja, jetzt verstehe ich es. Ihr seht das ja gar nicht. Da sieht man es einmal so zusammengesetzt. Das heißt, ich kann die geöffnete Blüte, hallo Fokus, und diese hier kann ich in, was weiß ich, rosa, pink, rot, gelb, was auch immer, austanzen und dann den Rest in grün. Ja, könnte ich vielleicht doch was mit anfangen von Craft Emotions. Guck an. Hätte ich mir auch mit Sicherheit nicht ausgesucht, aber ich bin gespannt. Guck mal, wie stark der zu prägende Teil hier ausgebildet ist. Also da sieht man schon qualitative Unterschiede, wenn man sich beispielsweise eine Stanze aus dem Lidl, Quatsch, Lidl, genau, aus dem Lidl, aus dem Action holt. Ja. Soll nicht heißen, dass die aus dem Action schlecht sind. Sind sie nicht. Ich mag die. Aber man sieht halt einfach die Wertigkeit und warum man manchmal vielleicht doch ein bisschen mehr Geld ausgeben sollte. Ja. Ich bin gespannt, wie sie sich stanzen lässt. Wahrscheinlich hervorragend. Und ob ich sie oder wie ich sie einbringe. Und dann sehen wir uns morgen zum nächsten Türchen. Oh mein Gott, die Zeit rennt so. Ja, wie immer, lasst euch nicht unterkriegen, Krönchen richten, weiter tanzen. Tschüss, bis morgen.